Seit dem 01.03.2021 gibt es eine neue Verordnung für die Beprüfung der Energieetikettierung bei Haushaltskühlgeräten. Dazu haben wir eine große Klimakammer, in der wir die Umgebungstemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit simulieren können. Der Energieverbrauch wird simuliert, indem wir das Kühlgerät in unserer Klimakammer den Temperaturen, die die Norm vorgibt, aussetzen. Die neue Prüfnorm hat ein neues Prüfverfahren. Es wird nicht mehr mit Messpaketen gemessen, sondern mit Temperaturfühlern, die sich in Kupferzylindern befinden. Dies gilt nicht nur für den Kühlschrank, sondern auch für den Gefrierschrank, zum Beispiel bei einer Kühl-Gefrier-Kombination oder bei einer Gefriertruhe. Die neue Prüfnorm hat außerdem neue Temperaturen für die Umgebungsbedingungen definiert. Diese sind nicht mehr allein die 25 Grad, sondern praxisrelevante 16 und 32 Grad Celsius. Dadurch wird eine höhere Bandbreite abgedeckt und es ist den Herstellern schwieriger, Umgehungen zu finden, damit die Geräte einen besseren Energieverbrauch simulieren, als er sich in der Praxis einstellt. Diese Prüfeinrichtung simulieren wir Energieverbrauch bei gewerblichen Kühlgeräten. Der Klimaraum hier ist in der Lage, verschiedene Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten zu simulieren, wie die Norm fordert. Wir haben verschiedene Temperaturfühler im Raum, die die Temperatur in der Umgebung aufzeichnen, sowie auch in der Truhe selbst wird in Paketen die Temperatur aufgezeichnet. Die gewerblichen Kühlgeräte, die ja in der Regel in Verkaufsstellen stehen, wie Supermärkten oder an Tankstellen, werden häufig geöffnet und geschlossen und vom Kunden wird Ware entnommen. Die simulieren wir hier mit einem Roboterarm, der gemäß der Norm gewissen Zeitzyklen das Gerät öffnet und wieder schließt. Dadurch wird die Energieaufnahme gemessen und ein höherer Wert erzielt, als wenn das Gerät die ganze Zeit geschlossen wäre.